Kamera läuft. Benni, stell dich mal kurz vor. Wer bist du? Was machst du? Ja, hi, ich bin der Benjamin. Ich bin einer der Gründer von Flink. Flink, was ist denn das? Kann man das essen? Nein, wir sitzen hier gerade im Restaurant, aber man kann es nicht essen. Was ist Flink genau? Wenn man es essen könnte, wäre es wahrscheinlich sehr lecker. Das auf jeden Fall. Flink ist ein Social Mobility Network. Wenn man es beschreiben sollte, dann ist es wahrscheinlich die Mitfahrzentrale 2.0. Neue, clevere Mitfahrzentrale, einsetzbar auf kurzen Strecken, auf langen Strecken, spontan oder geplant. Mhm. Das Ganze funktioniert über Smartphone, ja. Eine iPhone-App derzeit. Wir entwickeln an Android. Wir gehen natürlich auch autark auf einer Webseite und, was eine absolute Weltneuheit ist, wir sind fest in Navigon integriert auf dem iPhone. Ich kann also direkt auf der Straße eine Mitfahrgelegenheit warten. Okay, das heißt jetzt, du wärst jetzt der Mitfahrer oder der jetzt was sucht? Genau, wir springen es einmal durch. Genau. Der Klaus wird der Fahrer sein. Wir der Klaus sitzt hier. Ich bin der Klaus. Hallo Klaus. Ich bin der Klaus, auch von Flink. Und ich spiele jetzt den Fahrer. Ja. Und ich werde jetzt mal eine Fahrt anlegen, okay, dass die mal da ist. Und anschließend sucht dann der Benni eine Mitfahrt, beziehungsweise legt die an. Und wir sehen dann, wie Flink das so mit Magic macht, dass wir zusammenkommen. Mhm. Okay, also du hast ein iPhone da, ne? Genau, ich habe ein iPhone da. Gucken wir mal drauf. Ich muss mal hier so ein bisschen rüber. Oh, das ist hell. Das muss ich erstmal drauf einstellen. Ich starte also Flink. Kleiner Mini drauf, das gefällt mir natürlich sehr gut. Mini drauf, genau. Und gehe jetzt erstmal auf den Homebildschirm. Dann wieder hinkommen. Er synchronisiert gerade. Das, was wir hier sehen, ist der, meine bisherigen Fahrten und wo ich da vermittelt worden bin. Mhm. Ich war also heute von Hamburg unterwegs und in Hamburg und das war ja mit dem Rauch. Das ist jetzt der Homebildschirm. Also so sieht Flink aus, wenn man startet. Wenn Öl kommt. Da kommt was dazwischen. Ich mache einfach weiter, ja? Einfach weitermachen, genau. Also hier ein Homebildschirm, wo wir verschiedene Menüs drauf haben. Und wir müssen unterbrechen, glaube ich. Ja? Alles klar. Okay. Gut. Und ich steige jetzt einfach mal direkt ein, ohne das viel weiter im Detail zu erzählen. Ich habe ja gesagt, ich lege eine Fahrt an. Da gehe ich natürlich hier auf den Knopf Fahrten. Und jetzt lege ich eine Fahrt an von hier, wo wir sind, im australischen Restaurant, wo er uns findet. Genau hier im Großbuchholzer Weg natürlich. Und fahre ans Steinhuder Meer. Wir haben vorhin über das Steinhuder Meer gesprochen. Da habe ich gedacht, fahren wir mal dahin. Was ist ein Ort am Steinhuder Meer? Du kennst dich da aus. Mardorf einfach mal. Nach Mardorf. Nach Mardorf. Das ist richtig beschrieben, da habe ich ein S drin. Marsdorf, auch mal ganz schön, aber es ist weiter weg. Mardorf, suchen wir das mal. Oder Neustadt. Gut, da wir ja simulieren, also er würde das mit einer vernünftigen, navifähigen Anschrift, würde das ja auch richtig gleich finden, ne? Da ist es dann oder mehr, ganz genau. Also, nehmen wir mal irgendeine Adresse hier drin. Flink vermittelt ja Adresse genau. Also ich gebe hier wirklich genau an, wo ich hinfahren möchte. Sagen wir jetzt mal gucken, Ecke 2 fahre ich hin. Gebe das auch an. Und nun kann ich mir das nochmal angucken, die Routenvorschau. Aber wichtig ist jetzt einfach im normalen Anwendungsfall, wann will ich denn fahren? Ja. Und dann standardmäßig eine Zeit ganz wenig in der Zukunft von jetzt. Ich kann das aber natürlich auch beliebig einstellen. Jetzt sage ich mal, ich fahre nicht um 21.15 Uhr, sondern ich fahre um 21.30 Uhr vielleicht. Fahre ich von hier los. Wollt so ein bisschen mit uns hier bleiben, ne? Will noch ein bisschen mit euch da bleiben. Wir nehmen ja auch noch auf. Kann hier das Fahrzeug angeben und kann hier noch angeben, wie viel Cent pro Minute ich von meinem Mitfahrer haben möchte. Also das ist jetzt mal was ganz anderes. Es geht nicht um Kilometer, genau, sondern es geht um Cent pro Minute. Genau, der Hintergrund ist der, dass bei Cent pro Minute ein fairer Preis sowohl für Kurzstrecken als auch für Langstrecken zustande kommt. Bei Kurzstrecken sind wir dann in der Größenordnung von einem Nahverkehrsticket und bei Langstrecken in der gleichen Größenordnung wie eine klassische Mitfahrgelegenheit. 10 Cent pro Minute ist so ein Preis, der ganz gut hinkommt. Das wäre das, was ich dann von einem Mitfahrer haben will. Ich drücke auf Anlegen. Und hiermit bin ich als Fahrer fertig. Ich habe meine Fahrt angelegt. Da fährt ein kleiner Mini im Kreis rum natürlich. Was mir natürlich sehr gut gefällt. Genau. Ich habe jetzt hier nochmal eine Übersicht von Hannover nach Neustadt, Poggenegge. Ich habe jetzt kein Auto angegeben, aber ich hätte natürlich eins angeben können.
und hiermit bin ich als Fahrer fertig. Gut. Wollte ich nur mal. Wenn man das nicht erklärt, dann geht das ja auch eigentlich recht schnell. Ne? Wir haben es ja jetzt ausführlich erklärt. Genau, ich habe da noch ein paar Punkte eingegangen, aber eigentlich sind es 3-4 Klicks und dann hat man seine Fahrt angelegt. Gut. So, der Mirko ist auch hier. Der überlegt jetzt gerade noch was zu erklären. Mirko, was würdest du uns denn erklären wollen? Nein, das machen wir nachher. Machen wir nachher. Es gibt noch eine alternative Methode, die eigentlich noch viel einfacher ist, eine Fahrt einzugeben, die aber ein Stück optional ist, weil sie direkt in die Navigation eingegeben wird und die auch dann im Flink landet. Aber das also, zeigen wir nachher. Also über Navigon dann direkt, oder? Genau. Das ist eigentlich der absolute Clou. Mhm. Aber Benni sagte gerade, das wollen wir unser Zahnhäubchen für ganz zum Schluss aufnehmen. Oh ja, das Schöne zum Schluss. So, du Mitfahrer, du Benni. Ja, wollen wir machen. Ja, du willst ja auch irgendwie auch zum Stein oder mehr. Auf das iPhone. Ja, zumindest irgendwo in die Nähe. Wir gehen also mal auf Mitfahren. Genau das gleiche Spiel wie bei Klaus beim Fahrer. Wir werden natürlich lokalisiert und starten können. Wir könnten jetzt zwischen. Ich überlege mal eine Kaffee an. Ich glaube nicht mehr. Bitte? Entschuldigung. Also wir haben das vorher nicht abgesprochen, deswegen kommen wir gerade ein bisschen durcheinander. Ja. Ich würde vorschlagen vom Hauptbahnhof. Also wir spielen den Fall durch, du kommst am Hauptbahnhof Hannover an und möchtest nach Garbsen fahren als Mitfahrer. Okay. Das ist eine Strecke, die ist halt irgendwo so zwischen hier und Steinhuder Meer. Mhm. Und dabei kommt dann eine der Stärken von Flink zum Tragen, dass wir eben Leute, die irgendwo auf der Strecke sind, miteinander vermitteln. Aber das werden wir gleich sehen. Mhm, weil es ist ja nicht immer gegeben, dass einer von A nach B fährt und der andere von A nach B möchte, sondern, die Regel sondern ist eher, Teilstrecken. Der Fahrer möchte von A nach B und der Mitfahrer möchte von C nach D. Und die sollten irgendwie zusammenpassen. Okay. Wir müssen jetzt nochmal sagen, wo ich hinfahren soll. Das schaffe ich schon eigentlich. Garbsen. G-A-R. Garbsen. Genau. Okay. Das ist ein Vorort von Hannover. Gut. Ja, dann fahren wir nach Garbsen. Fahren wir nach Garbsen. Also wir fahren hier vom Hauptbahnhof nach Garbsen. Du bist um 21.30 Uhr, wolltest du losfahren. Lass mal das mal genauso stehen. Mhm. Da wird man auch sehen, wie nachher die Zeiten kommuniziert werden, also wann ich hier abgeholt werden kann. Mhm. Auch hier, oder hier ist jetzt der Fall, ich kann angeben, vielleicht bin ich mit einem Freund unterwegs und nur einer von denen hat Flink. Dann kann ich sagen, wir sind zu zweit unterwegs, wir wollen gerne zu zweit mit einem anderen mitfahren, kann ich also hier verändern. Oder es muss ja auch nur einer, wenn zwei die gleiche Strecke fahren wollen, muss ja nur einer angeben. Ne? Wichtig ist hier, dass ich die Personenzahl angebe, die befördert werden soll, sodass der Fahrer sagen kann, zwei Personen, ich habe noch Platz. Vielleicht ist wir haben zwei Sitze unterwegs. Wenn jetzt muss vier Leute suchen und der Wagen ist nur zweisitzig, dann sieht es schlecht aus. Aber genau. Ist klar. Und wenn man eine Gruppe von sechs ist, ist es ganz schwierig. Ja. So, jetzt legen wir diese Fahrt an und jetzt passiert eins der Flink-Prinzipien. Mitfahrer fahren Fahrer an. Mhm. Das heißt, der Fahrer wird erst dann kontaktiert, wenn ich wirklich also der Fahrer wird erst dann kontaktiert, wenn ich ihn angefragt habe. Mhm. Also kannst du dir ganz in Ruhe aussuchen, wenn jetzt auch mehrere Vorschläge da wären, welchen Fahrer, also du könntest gucken, hat der einen Sportwagen oder hat der andere eine alte Schrottmühle? Ich kann nach der Zeit suchen, also welcher passt mir von der Zeit am besten, welcher passt mir vielleicht vom Preis am besten oder wo ist der Sympathiefaktor am höchsten. Ja. Kann mich hier nochmal genau das Profil anschauen, sehe also die Bewertung, ich sehe, wo diese Person sich hinbewegt, hier im ortsgenau, keine genauen Straßendaten, das ist der Fahrer. Da also steht jetzt nicht, wo der genau hier Strecke langfährt. Hannover bis Neustadt, genau. Ich kann ihn anrufen, falls ich irgendwelche Fragen habe. Ich kann ihm eine Nachricht schreiben, das ist über die Flink-Message, also keine SMS oder E-Mail, sondern ein internes Nachrichtensystem. Und wenn er einen Kommentar angegeben hätte, könnte ich das hier auch noch nachlesen. Ich habe einen Hund dabei. Oder so. Also irgendwas Besonderes. Kann ja auch sein, dass einer... Bewertung natürlich ganz wichtig. Wichtig ist Bewertung. Nach jeder Fahrt wird bewertet. Der Klaus wurde 24 Jahre positiv bewertet. Das bedeutet, bei ihm kann man wohl bedenkenlos mitfahren. Bei 24 jetzt, ja, würde ich mal sagen. Ne? Geht schon mal. Einmal negativ. Genau. So, jetzt legen wir das mal gleich hier hin. Ja. Ich frage den Klaus jetzt an. Ja. Ist diese Fahrt verbindlich? Ich kann 1000 Fahrten bei Flink anlegen, 1000 Mitfahrten bei Flink anlegen. Erst wenn ich diesen Knopf jetzt drücke, dann frage ich ihn verbindlich an, ich will beide mitfahren. Mhm. So, das machen wir jetzt direkt. Und ich bin in der Zeit irgendwie, ich sitze ja immer noch hier, habe das iPhone ausgeschaltet, es liegt da auf dem Tisch und dann sehe ich, ups, da kommt ja irgendwas, da kommt was rein. Ja. In dem Fall eine Push-Message, es kommt gleichzeitig auch eine E-Mail an, wenn ich das angestellt habe, sodass ich also informiert werde, da ist jetzt ein Mitfahrer für mich. Mhm. Dann öffne ich das Ganze und ich sehe hier, der Benjamin Kirschner möchte mit mir mitfahren. Ich sehe, wenn ich das lesen kann, dass ich 3,51 Euro von ihm bekomme, dass der Umweg für mich, um ihn mitzunehmen, 17 Minuten beträgt, also nochmal
vor Augen halten, ich fahre ja von hier, vom Lokal zum Steinhuder Meer und muss jetzt, um ihn mitzunehmen, über den Hauptbahnhof fahren und muss ihn in Garbsen wieder abliefern. Dieser ganze Umweg sind 17 Minuten. Ich kenne den Benny, der ist in meinem Mobilitätsnetzwerk drin und wir werden sicher uns gut unterhalten. Ich kriege noch 3,50 Euro von ihm, von daher gehe ich jetzt mal da drauf und sage, ich gucke mir erstmal näher an, sehe auch seine Bewertung und dann nehme ich doch mal den Benny mit. Auch in dem Fall wieder, jetzt ich als Fahrer sage, das ist eine verbindliche Mitnahme und hiermit sind wir beiden vermittelt. Jetzt ändert sich das noch bei mir, dass der Benny noch bezahlen muss. So, und der Benny bekommt wiederum die Push-Message, dass der Fahrer bestätigt hat und sein Fahrer ist jetzt der Klaus Dicker. Hiermit sind wir jetzt mit dem gesamten Vermittlungsprozess fertig. Das heißt jetzt also, diese 17 Minuten, die kommen jetzt im Prinzip bei dir hinten drauf auf die Ankunftszeit. Richtig, also so flexibel müsste ich dann schon sein. Genau, das kriege ich auch angezeigt. Also in der Navigation kriegt man es in jedem Fall angezeigt. Das muss ich ja mal gerade schnell gucken. Nee, ich muss die 17 Minuten muss ich drauf addieren, wann ich komme. In der Navigation wird es automatisch gemacht. Also ich komme ein bisschen später an. Aber zum Steinhuder Meer fahre ich ja zum Vergnügen. Und ob ich da 17 Minuten früher oder später hinkomme, ist mir jetzt erstmal egal. Okay, und wie viel Kilometer Umweg ist das dann? Da haben wir auch 9 Kilometer. Also ist immer eine Frage, ob ich es mache. Ich bekomme diese Angebote angezeigt und dann habe ich die freie Entscheidung, ob ich die mitnehmen will oder eben nicht. Hier haben wir jetzt parallel die Webplattform. Das ist also hier einmal mein Mitfahrer-Account auf dem iPhone und hier einmal die normale Webseite von Flink. Und da sehe ich jetzt genau das Gleiche. Also da sind wir genau auf dem gleichen Vermittlungsstatus. Ich fahre mit dem Klaus mit und ich soll noch bar bezahlen. Das Bar bezahlen ist im Moment noch so ein Lückenfüller. Wir wollen Ende des Jahres gerne elektronische Bezahlung einführen. Und da haben wir jetzt eben schon diesen Knopf drin. Wisst ihr schon, welche Bezahlplattformen oder welche Modelle da in Frage kommen? Wir sind mit mehreren im Gespräch, aber endgültig entschieden haben wir es da noch nicht. Aber es muss ja auch jemand sein, der jetzt so auch Mikrobeträge dann auch akzeptiert, ne? Der dann auch mal eben 1,50 Euro oder sowas einzieht und da nicht so viele Gebühren dann auftauchen. Ne? Genau so ist es. Aber da ist ja in dem Markt extrem viel Bewegung drin und wir sind da mit den Führenden im Gespräch, sage ich mal, und werden zusehen, dass wir auf Methoden setzen, die heute schon eine Reichweite haben, die sich aber auch modern so verändern, dass es für die Anwender am günstigsten ist. Okay. So, mal wieder aufs iPad, also auf die Website geschaut. Ja, was ich auf der Website noch machen kann, was aktuell noch nicht in der iPhone-App geht, ist eben die Bewertung. Also angenommen, wir sind jetzt eben schon miteinander gefahren, dann kann ich sagen, ja. Beim Klaus würde ich nochmal mitfahren. Wir stellen also eine ganz einfache Frage. Ja. Würdest du nochmal mitfahren, ja oder nein? Ja. Keine 5-Sterne-Bewertung, sondern einfach diese eine klare Aussage. Und weil der Klaus ein guter Fahrer ist, bewerte ich ihn natürlich positiv. Und damit ist es abgeschlossen. Und jetzt habe ich 25 positive Bewertungen, wie man hier sieht. Also ich bin eins hochgegangen. Ja. So, das ist es jetzt, was wir jetzt hier nicht sehen. Auf der Fahrerseite im Web, also wenn man jetzt zu Hause als Fahrer seine Route plant und dann eben auch die Mitfahranfrage schon kriegt, dann kriegt man hier unten eben auch, sieht beim Fahrer genauso aus, kriegt man hier die gesamte Route schon angezeigt, also auch mit Turn-by-Turn-Navigation, wie man zu dem Mitfahrer hinfindet. Also für den Fall, dass man jetzt keine Navigation hat, kann man sich das auch ausdrucken und findet dann eben direkt zu dem Mitfahrer hin. Genau. Ah, ja. Und jetzt zeigen wir mal die Navigation, wie das funktioniert. Darf ich? Ja, klar. Also ich habe jetzt hier... ist ja jetzt der Fahrer sozusagen, ne? Genau, ich habe jetzt Klaus Handy. Er hat das Auto geklaut. Ja. Genau. Also wir sind in alle Navigon für iPhone integriert. Ja. Das ist jetzt die Navigon Select Edition. Das ist für alle Telekom-Kunden umsonst. Wir haben ja gerade eben jetzt schon diese Fahrt vermittelt. Also wir haben schon gesagt, Klaus nimmt mich mit. Gehen wir einfach davon aus, er hat diese Fahrt jetzt geplant und er fährt nachher los. Er weiß aber gar nicht mehr genau, wo mich jetzt abholen soll. Und er will dann nicht auf der Karte nachgucken, in der iPhone-App. Dann hat er jetzt die Möglichkeit, dass er aus dieser App heraus, hier unten sieht man schon, Flink ist aktiviert. Wie komme ich dazu, dass es aktiviert ist? Navigon installiert, Flink installiert, Navigon merkt, oh, da ist ein Flink, es aktiviert seine Funktionalitäten. Also jedes Navigon hat heute schon diese Flink-Funktionalitäten. Hier mal drauf, was kann ich machen? Ich kann meine Fahrten einsehen, die ich heute noch tätigen werde. Ich kann meine Fahrzeuge auswählen, vielleicht habe ich zwei Fahrzeuge oder ich benutze mein Carsharing-Auto und ich kann nochmal meinen Fahrpreis einstellen. Jetzt gehen wir mal direkt auf die Fahrten drauf und dann müsste jetzt auch diese Fahrt sein, die Klaus gerade eben vermittelt hat, mit dem Mitfahrer Benjamin Kirschner. Genau, das wird jetzt kurz synchronisiert.
Also man muss sich das so vorstellen, dass die Daten eben alle auf dem Server vorliegen und das sind jetzt einfach verschiedene Sichtweisen. Einmal die Sichtweise durch die Navigation, einmal die Sichtweise über die App, einmal die Sichtweise über das Webinterface. Und das wird alles immer miteinander synchronisiert. Ich mache was im Web, es spiegelt sich in der Navigation wieder, spiegelt sich in der App wieder. Und völlig egal, welches Gerät ich gerade habe, ich habe den aktuellen Stand. Hier ist die FAT. Und hier ist auch die FAT, die gerade eben vermittelt wurde. Hannover nach Neustadt. Ein Mitfahrer. Er steigt ins Auto ein. Was macht er? Er klickt einmal hier drauf. Und damit wird die Navigation gestartet. Das heißt, wie er zu dir hinkommt als Mitfahrer, kann er genau. Einmal und dann... Also wir müssen jetzt hier simulieren, weil wir kein GPS haben. Klar. Das machen wir einfach mal. Er hat diese Fahrt ausgewählt, damit ist der Mitfahrer, also ich, direkt schon eingebucht. Mhm. Das werden wir jetzt auch gleich sehen. Flink ist aktiv, ich bin bereit, während der Fahrt weitere Mitfahrer aufzunehmen. Mhm. Aber ein Mitfahrer ist eben schon eingebucht. Das ist der Benjamin, das ist so ein kleines Dreieckchen, der sagt mir, der muss noch bezahlen. Ich kann mir gern noch die Details anschauen, kann ihn anrufen, falls er nicht am Abholpunkt ist. Genau, noch mal die falls Bewertung. Er sich irgendwo rumtreibt. Ne? Genau, falls irgendwas schieflaufen sollte. Und ich habe die Möglichkeit, Flink jederzeit zu deaktivieren. Also wir sind jetzt gerade in einem Live-Modus. Mich können jederzeit Fahrer direkt auf der Straße anfragen. Ah ja? Wenn das Auto voll ist, drücke ich einmal drauf. Flink ist deaktiviert, ich bekomme keine Anfragen mehr. Einmal wieder auf den Knopf gedrückt, Flink ist wieder aktiv. So, das ist also diese geplante Fahrt, wo ich einen Mitfahrer schon drin habe und ich werde umgeleitet. Hauptszenario, Wochenende Fahrten geplant, morgens zur Arbeit. Und ich will jetzt noch meine ein, zwei Mitfahreraufgaben, die ich am Wochenende schon eingebucht habe. Und nebenbei nimmt es auch noch eine Arbeit weg vom Fahrer, dass man sich nicht ins Auto reinsetzt und dann anfängt, seine Fahrt zu planen in der Navigation, sondern dass man einfach auf Flink klickt und dann die Fahrt schon komplett drin ist mit den Zwischenzielen für den Mitfahrer und mit dem Endziel. Und einfach draufklicken, losfahren. Haben wir jetzt in den letzten Tagen schon mehrfach gemacht. Sehr spaßig. Ah ja, okay. Jetzt kommen wir zum einfachsten Fall. Das ist nicht böse gemeint. Flink ist was für absolut faule Menschen. Wir sind nämlich jetzt auf der Arbeit und Klaus will nach Hause fahren. Dann ist alles, was wir machen müssen, hier einmal auf nach Hause klicken. Den Ort hat er einmal eingespeichert in die Navigation. Auch hier müssen wir jetzt wieder simulieren, weil wir kein GPS haben. Na, heute wird der Weg ein bisschen länger, ne? Genau, das ist der Weg nach Ludwigshafen. Das wäre schon ein Stück. Genau, und auch in dem Fall ist es Flink aktiviert, noch ohne Mitfahrer. Und wenn jetzt ein Mitfahrer diese Fahrt sieht im Flink-System, Flink-Prinzip, Mitfahrer fahren, Fahrer an, erscheint diese Anfrage direkt hier auf dem Navigationssystem. Ich sehe ein Bild, ich sehe den Namen des Mitfahrers, sehe, wie viel Umweg ich in Kauf nehmen muss, was ich dafür bekomme. Und mit einem Klick auf Mitnehmen werde ich direkt umgeleitet zum Startort des Mitfahrers, zum Zielort des Mitfahrers, zu meinem ursprünglichen Zielort. Okay. Wobei da, also da sieht man die ganze Stärke, wenn Benni jetzt eine lange Strecke fahren würde, dann würde es so aussehen, dass jede Minute seine Position neu berechnet würde, quasi jede Minute ein neues Fahrtangebot eingestellt würde. Ne, weil der Ort, wo er jemand abholen kann, der wird ja immer kürzer. Genau. Und das versteht das System und deswegen ist die ganze Zeit, wo er unterwegs ist, immer upgedatet, da wo er gerade ist, ein neues Fahrtangebot drin. Das heißt also, wenn irgendjemand in die Richtung fahren wollte, wo er gerade vorbei käme, würde ja immer in Echtzeit die Nachricht drauf bekommen. Und der Witz ist, dass da die Menge von verfügbaren Fahrten natürlich ganz, ganz, ganz stark erhöht wird. Ja, klar. Gegenüber dem, dass jetzt irgendwo nur irgendjemand mal eingibt, ich will nächste Woche mal nach Berlin fahren. Ja, nur von A nach B, weil wir hatten ja schon gemerkt, dass eben auch von C nach D dann inkludiert sein kann. Und wie gesagt, auch in Echtzeit. Also es verändert sich ständig, weil einfach das System immer weiß, wo Benni gerade fährt. Und du hattest vorhin ja schon mal gesagt, ich habe ja nicht immer die Zeit, mich vorher hinzusetzen und eine Fahrt in Flink einzustellen, weil ich so flexibel unterwegs bin. Und du hast aber in der Regel die gleichen Ziele, die du anfährst. Und wenn du jedes Mal nur auf diesen Favoritenknopf in Navigon drücken musst und damit deine Fahrt Flink bekannt ist, dann bist du immer, wie wir sagen, Flink unterwegs und kannst immer Leute mitnehmen. Und wenn man das ein bisschen visionär auf die Spitze treibt, das muss man abwarten, wie viel drin sind. Auch wir wissen nicht genau, wie viel es tatsächlich braucht, um die notwendige Abdeckung zu bekommen. Aber das Idealszenario wäre, dass du jetzt rausgehst, hier auf dem Lokal, auf die Straße,
und sagst, ich will jetzt nach Hause und in dem Moment so viele Flinker hier in der Gegend halt rumfahren, ja, dass eigentlich immer innerhalb von ein paar Minuten jemand gefunden wird, der auch auf dem, die Richtung fährt, sich mitnehmen könnte und auch zu dem entsprechenden Zeitpunkt dabei ist. Und dann ist es fast so, als ob ich ein Taxi nehmen würde oder ÖPNV nutzen würde. Also es ist dann wirklich eine Alternative für die alltägliche Mobilität. Mhm. Wobei ja die Flinker jetzt, wenn man die Anbieter, also die Fahrer nochmal so bezeichnet, die müssen ja wirklich nette Menschen sein, weil sie ja auch gerne mal einen Umweg in Kauf nehmen, ne? Um dann wirklich die Leute abzuholen. Dafür werden sie auch belohnt. Genau. Also, Klaus, könntest du vielleicht sagen, wie viel ihr ausgerechnet habt, was das im Jahr so bringen kann an Unterstützung? Ja, das hängt natürlich ganz wesentlich von den Fahrten ab, aber wenn man auf jeder Fahrt, die man hat, Flink aktiviert und dann vielleicht auf jeder zweiten Fahrt jemanden für ein kleines Stück mitnimmt, dann rechnet sich das unterm Strich zu einem Auto, welches keinen Sprit mehr kostet. Mhm. Ich glaube, das ist Anreiz genug bei den Spritkosten, die wir heutzutage haben, dass man einfach Leute mitnimmt, und Benny wird gleich noch zeigen, das sind in der Regel Leute, die man kennt oder über die man zumindest über das soziale Netzwerk verbunden ist. Man unterhält sich mit Leuten, man fährt von A nach B, gibt den anderen eine Möglichkeit zur Mobilität und hat gleichzeitig keine Kosten für Sprit mehr. Mhm. Gut, so, 21 Minuten haben wir schon. Zum Glück ist mein YouTube-Account so, dass ich länger als 15 Minuten hochladen kann. Dann zeig doch mal kurz, Benny. Was sehen wir jetzt? Also, was wir auf der Webseite kenntlich machen, ist, ob diese Person in meinem direkten Umfeld ist. Wir haben es nicht auf iPad angepasst, normal fahre ich da mit der Maus drüber, dann sehe ich, ist es ein direkter Kontakt oder ein indirekter Kontakt. Ja. Wir haben jetzt schon häufig die Situation, dass mir ein Fahrer angeboten wird, den kenne ich erstmal gar nicht, ich habe keine Ahnung, wer es ist. Peter. Und dann sehe ich aber im Moment, der Peter ist ein direkter Kontakt von Klaus, der Peter ist ein direkter Kontakt von Nico. Und dadurch wird diese Schwelle gesenkt, dass es, ja, eigentlich ist es eine fremde Person, aber ein guter Freund kennt die. Ja. Und dadurch ist die Wahrscheinlichkeit schon noch höher, dass ich mitnehme. Ne? Ja. Und wenn ich die Person kenne, dann bin ich auch eher bereit, einen Umweg in Kauf zu nehmen. Diese 17 Minuten sind sicherlich nicht repräsentativ und nicht jeder wird ihn in Kauf nehmen. Aber ich glaube, es gibt schon einige Leute, die 10 Minuten oder 15 Minuten in Kauf nehmen, um wieder einen alten Bekannten zu treffen oder Holzwander weiter ein nettes Gespräch führen. Jetzt noch was Flinks, also Flinkfeed und so weiter. Da kann man auch mal klären. Also das, was man jetzt hier auf der Webseite sieht, haben wir natürlich auch in der App in Form des Flinkfeeds. Ich zeige das mal hier auf der Webseite. Was sehe ich in Flinkfeed? Ich sehe die Bewegung von meinen direkten Kontakten, wenn die es den Preis geben wollen. Ich sehe also, wo fahren die hin, wo werden sie sein. Und ich sehe auch natürlich, wer sich mit wem gerade verknüpft hat. Das ist so die Bewegung im Netzwerk. Also bei Flink sagt man, wo werde ich sein, wo werde ich hinfahren. Das ist so diese Kernfrage, die wir stellen. Und das kann ich eben so einstellen, dass das eben nur meine Bekannten sehen oder dass ich eben auch sage, zweiten Grades, dritten Grades oder... So tief gehen wir noch nicht. Im Moment ist es einfach die direkten Kontakte. Okay. Also diejenigen, denen ich direkt mein Vertrauen ausspreche, denen teile ich das auch mit. Vertrauen aussprechen, gutes Schlusswort. Also es hat mich super gefreut, dass wir hier zusammensitzen, dass wir hier Flink besprechen. Es sind auch ein paar Fragen beantwortet worden. Ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ich wünsche euch ein sehr, sehr viel Glück, aber auch ganz viel Erfolg dabei. Und wir wollen hoffen, dass ganz viele Leute mitmachen, denn nur beim Mitmachen macht es auch wirklich Sinn. Und haltet mich auf dem Laufenden, würde mich interessieren, wie es weitergeht mit euch. Dankeschön. Cool, danke.